Moin liebe Leute und herzlich willkommen zum großen Zwischenschnitt Nr. 2, wenn auch eine Woche verspätet, im Projekt SMÜ. Ja, der eine oder andere wird sich letzte Woche vermutlich schon so ein bisschen gewundert haben. Naja, wollte eigentlich immer eine Woche ein Video rausbringen und da kam da nichts. Ja, lag ein bisschen an einem etwas verzwickten Problem, nämlich, dass ich eigentlich so von so Vloggen eigentlich noch nicht so wirklich einen Plan habe. Und tatsächlich war ich zwar sehr aktiv auch in den letzten zwei Wochen wieder, aber jedes Mal, wenn ich dann irgendwie so die Gelegenheit hatte oder den Gedanken hatte, halt mir die Kamera mal wieder vor die Nase zu halten, hatte ich dann immer so das Gefühl, also selbst wenn ich jetzt was erzähle, es wäre irgendwie nur was, was ich schon mal erzählt habe. Also ich bin da wirklich momentan noch kein so richtiger Profi, deswegen verzeiht es mir, wenn das noch ein bisschen unbeholfen wirkt. Denn wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich sehr, sehr oft auch in den vergangenen Wochen wiederholt habe. Natürlich, einiges muss immer wieder mal so ein bisschen mit erwähnt werden. Aber auch andere Sachen, da habe ich mir wirklich so gedacht, so, musst jetzt nicht zum 20. Mal erzählen. Also gerade wenn ich halt auch draußen bin, ne, natürlich, mir geht es permanent immer besser mit der Zeit halt, ne? Also ich bin auf einem konstanten Fortschritt. Ich habe zwar auch den einen oder anderen kleinen Rückschlag, aber darauf gehen wir gleich noch ein. Jedenfalls, im Allen muss man schon sagen, ich habe tatsächlich sehr gute Erfolge mittlerweile zu verbuchen. Im Anfang Woche 2 nämlich waren es dann tatsächlich schon knappe 10 Kilo, nicht ganz, ein bisschen mehr als 9, die da gefallen waren. Also man wird sich zurückerinnern, zu Beginn 174,1 Kilo, die ich zum Start hatte. Und tatsächlich war ich dann vor zwei Wochen auf 164,9, also ja, 9,2 Kilo, die da halt eben weg waren. Wo ich wirklich sage, es war ein verdammt krasses Gefühl und ich glaube, ich war auch ja nach wie vor so glücklich, wie ich schon lange nicht mehr in meinem Leben mit mir selber war. Und natürlich ist auch mein Bestreben geblieben, diesen Trend beizubehalten. Beziehungsweise nicht vor zwei Wochen, sondern letzte Woche tatsächlich. Also heute vor einer Woche. Ja, nun war es dann letzte Woche, im Verlauf der letzten Woche leider Gottes so, dass ich dann zwischendrin einen kleinen Rückschlag hatte. Da war ich dann wieder auf 166,6 Kilo. Ja, leider Gottes wahrscheinlich so halt eine von diesen Schwankungen, die auch mal ein bisschen mehr betreffen können. Ich meine, es waren halt etwas mehr als 1,5 Kilo, die dann plötzlich wieder drauf waren. Und ich hatte mich eigentlich auch gar nicht wirklich davon jetzt runterkriegen lassen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir selber dann so gedacht habe, so okay, jetzt wird es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen sinnlos oder ich schmeiß hin. An dem Punkt war ich gar nicht gewesen. Denn der Vorteil für mich ist ja, wenn ich mich so genau trotzdem selber hin dokumentiere, gerade was meine Ernährung angeht, dann weiß ich relativ schnell, okay, wo habe ich was falsch gemacht und das konnte ich dann auch relativ schnell eliminieren. Dementsprechend sind zumindest diese 1,5 Kilo zum Teil mittlerweile auch wieder runter. Aktueller Stand sind dann jetzt nämlich 165,7. Also insgesamt wirklich für mich ein Ergebnis, mit dem ich weiterhin zufrieden sein kann, aber definitiv noch das Luft nach oben lässt. Insofern, ja, es gab tatsächlich dann ein bisschen was passiert ist, aber wie gesagt, halt, ich habe dann in den letzten ein, zwei Wochen nicht allzu oft mir das Handy vor die Nase gehalten. Wie gesagt, einerseits bin ich halt noch nicht so ganz fit im Vloggen, also es gibt auch tatsächlich immer wieder so Momente, wo ich zwar was aufnehmen möchte, aber dann, ja, dann kommt mir irgendjemand entgegen und ich fühle mich da so ein bisschen weird halt bei. Es ist noch so ein bisschen Gewöhnungssache. Also das ist aber auch so was Schönes nebenbei halt eben, dass ich das trotzdem irgendwie als was für mich entdeckt hat, was mir neben dem Stream halt auch Spaß macht. Ich meine, es ist nichts anderes als, ja, gewissermaßen in der Kamera reden halt, ne, nur dass man halt beim Stream noch nebenbei so ein bisschen zockt, ne, beziehungsweise sich da auch ein bisschen anders drauf vorbereitet und da auch andere Arbeit halt mit reinsteckt. Aber alles in allem ist es auch eine coole Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in der Hinsicht hoffe ich das natürlich auch in Zukunft zu intensivieren, da, wie gesagt, für mich auch noch einige Neuerungen weiterhin anstehen. Ab September, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich die Möglichkeit dann auch nutzen können, dann regelmäßig auch schwimmen gehen zu können. Und diese Möglichkeit will ich natürlich auch. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, den Rest der letzten Woche war ich dann leider Gottes aber dennoch nicht so viel unterwegs, weil ich einerseits ab Donnerstag halt Besuch hatte. Samstag waren wir dann nämlich noch in Berlin. Da habe ich euch aber auch ein bisschen mitgenommen sozusagen. Also das ist dann so ein kleines bisschen Vlog-mäßig ausgeartet, möchte ich fast sagen. Und da werde ich auch während des Videos wahrscheinlich aus dem Off noch so ein bisschen was erzählen. Und ja, da werde ich aber auch noch so den einen oder anderen
mir gut bekannten und gut geschätzten Menschen wahrscheinlich auch noch sehen. Der eine oder andere wird sie vielleicht noch kennen. Mal sehen, ob man sie vielleicht aus den Streams noch kennt. Ich finde eine kleine Fruchtfliege vor der Nase weg. Alter, kann aber nicht wahr sein, mein Zimmer ist sauber. Ja, Kamera ist übrigens auch umplatziert. Ich habe mir gedacht, ich präsentiere statt der Wand daneben an jetzt einfach mal da hinten meine beleuchtete Kulisse. Finde ich auch da, so deutlich jetzt ein bisschen besser. Ja, aber wie gesagt, was so in den letzten 1-2 Wochen so geschehen ist, das habe ich wieder so ein kleines bisschen zusammengefasst und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Tag, Woche 2, eigentlich auch Tag 2 jetzt, weil gestern war ich nur kurz unterwegs. Da dachte ich mir, okay, ich muss es nicht zu jedem, keine Ahnung, halbstündigen Lauf hier irgendwie jetzt mit die Kamera vor die Nase halten. Zumal ich ja auch schon letzte Woche festgestellt hatte, dass ich quasi im Gesamtschnitt einfach viel zu viel Gelaber einfach dazwischen hatte. Was, sag mal, jetzt nicht unbedingt so weit weg vom Thema ist, gewesen ist, aber es hat sich einfach alles gezogen. Und zum einen soll es ja nur weniger geben, wie ich halt einfach in meinem Stuhl sitze und da in mein Handy reinrede, sondern eben halt entweder von unterwegs oder wenn ich halt eben auch was mache, wenn man das eben halt dabei auch ein bisschen, also wenn ihr das auch ein bisschen sehen könnt. Dementsprechend bin ich gerade auf dem Weg zum Baumarkt. Ich werde da noch ein bisschen was für meine Wohnung holen, weil ich seit Ewigkeiten ein paar Bilder habe rumliegen. Und die sollen das endlich mal an die Wand. Und dafür sollen natürlich auch, dafür werden noch ein paar Materialien gebraucht. Und das Ganze wird natürlich wieder direkt verbunden mit dem Lauf. Also sprich mal gucken. Ich habe mir jetzt schon eine eventuelle Route im Kopf so zurechtgelegt. Und die werde ich jetzt mal abmarschieren. Und dann mal sehen, wo ich am Ende rauskomme, bei wie vielen Schritten. Wie gesagt, Wunsch sind ja immer so pro Tag so mindestens 10.000 bis 12.000. Kann sein, dass es ein bisschen weniger werden, aber eigentlich müsste es heute ein bisschen mehr werden. Eben weil es gestern schon wenig war. Und vor allem, ich merke halt immer noch eine Sache. Wenn ich so ins Handy quatsche, dabei noch die Hand hochhalte, dann habe ich auch so Puste. Ist nicht so geil. Und deswegen muss dringend Ausdauer her. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir die aufgebaut haben. Das fühlt sich übrigens immer noch übelst gut an. Dann bekommt man dauernd hier Leute entgegen. Und da fühle ich mich ein bisschen doof oder komisch, wenn ich genau in dem Moment halt hier mein Handy vor der Nase habe. So Freunde, Tag 2 ist heute rum. Am Ende sind es leider Gottes erst nur so um die 5.000 bis 6.000 Schritte heute geworden, weil ich leider Gottes einen kleinen Fehler gemacht habe, der mir aber auch erst jetzt erst aufgefallen ist. Nämlich, dass ich ganz häufig so gucke auf Google Maps, wie sehen denn so die Strecken aus, die ich mir so überlege. Und Google Maps legt anscheinend die Streckenpunkte immer ein bisschen anders fest als der tatsächliche Laufweg. Also ich glaube tatsächlich, Google Maps denkt jetzt halt, ich fahre mit dem Auto auf der Mitte der Straße. Dadurch werden natürlich einige Wege ein bisschen anders zurückgelegt und dadurch habe ich tatsächlich auf Google Maps in der Zahl mehr Schritte zurückgelegt. Und die eigentliche Schrittzahl, die ja dann wirklich von meiner Smartwatch mitgezählt wird, ist dann tatsächlich eine Ecke kleiner. Da denke ich dann so, keine Ahnung, ich komme auf den Weg von so 6.000 Schritten und das sind dann manchmal nur so nur 5.500, manchmal vielleicht auch 5.600, muss ich mir quasi immer mal so in Zukunft noch so ein bisschen mit im Gedächtnis halten, dass auf Google Maps wirklich immer so ein bisschen ein paar mehr Schritte dann dazukommen, die eigentlich gar nicht existent sind. So, und zum Abschluss für heute mal ein ganz kurzer Einblick hier so. Also ich bin ja immer noch ein Freund von relativ schnellen Speisen, ne, auch wenn ich mir wirklich gutes Kochen angewöhnen will. Aber wer wirklich schnelle Speisen, die auch gut und gesund sind, mal haben möchte. Das hier ist quasi einfach nur Gemüse auf Nudeln. Gibt's im Frostregal im Supermarkt. Dazu habe ich mir ein paar Hähnchenstreifen noch da drauf geschmissen. Das ist eine Komplettmahlzeit. Hat ungefähr 400 Kalorien. Also faktisch ist das nichts. Hat ein paar Nudeln halt noch mit dran, die, ich sag mal, halt die zwar schon ein paar mehr Kalorien mit reinbringen, aber wie gesagt, insgesamt sind das knappe 400 Kalorien. Ist super lecker. Und dazu macht echt satt, also macht selbst mich satt, hätte ich echt nicht gedacht, ne? Wirklich sehr geile Geschichte und kann ich nur weiterempfehlen. Aber wie gesagt, primär soll es natürlich dahin gehen, dass ich mir mein Essen auch ordentlich zubereite.
Ja, leider ist es in den Tagen danach dann nicht mehr dazu gekommen, dass ich beim Laufen mir noch ein bisschen, wie gesagt, die Kamera vors Gesicht gehalten habe. Deswegen machen wir jetzt direkt hier einen Sprung in die zweite Woche, wo wir dann, wie gesagt, mit Betze unterwegs waren. Mit dem bin ich dann nach Berlin gefahren und da haben wir dann, wie gesagt, mal Charlene und Manu getroffen. Einige werden es eventuell noch von Twitch kennen als Elanum und Ruby. Da werde ich euch mal zeigen, was wir da erlebt haben. Ey, das ist so ein dreckiges Armaturenbrett hier. Ja, ne? Wem gehört das? Dem da. Ja, natürlich. Wir haben zwei Plätze, das sind drei. Dass man das ab und zu mal sauber macht. Ja, wollt ihr was sagen? Na? Weiter geradeaus etwa eine Stunde und 12 Minuten auf die A10, E30, E51, E55 Berliner Ring. Sauber machen. Ich arbeite im Kieswerk. Das ist hier so, Freunde, wir sind jetzt unterwegs nach Berlin. Wir werden da Charlene und Manu besuchen gehen. Also sprich, der da fährt und ich bin Beifahrer. Meine lieben Freunde. Ich will es mal so ein bisschen vloggen. Vielleicht auch für ein bisschen für Smoothie. Ich muss uns ehrlich gestehen, ich muss mal Olaf einen Ticken laser machen. Olaf ist im Hintergrund, also wir haben seinen Stream hier noch im Auto offen. Der macht heute Sabaton. Und was soll ich sagen? Letzte Woche lief leider Gottes zwar an und für sich gut, aber mit so einem kleinen, wie soll ich das sagen, Rückschlag. 2 Kilo waren leider wieder drauf am Donnerstag. Eigentlich hatte ich dann ja auch gesagt, so, es gibt dann keinen Cheat Day. Aber weil Betze halt da ist. Betze hat mich gezwungen. Ach, was? Ich hab dir gesagt, du kannst dir bestellen, was du willst. Ich hätte mir ja nichts bestellt, ich hätte ja genug zu essen da. Nein, aber wir haben dann trotzdem Pizza gegessen. Gestern habe ich nochmal Döner gegessen. Aber Döner nicht so viel tatsächlich. Ich habe meinen Döner auch wieder nicht aufgegessen. Vielleicht habe ich dadurch ein bisschen Ausgleich. Heute wollen wir grillen gehen. Das ist dann quasi nochmal wie so ein Cheat, aber da will ich dann tatsächlich gucken, dass ich ein bisschen was Low-Carb-mäßiges finde. Vielleicht irgendwie so ein bisschen so Gemüseschnitzel. Habe ich nämlich schon mal probiert. Sieht übelst lecker. Kann ich wirklich nur empfehlen. Muss man dann mal schauen beim Einkaufen. So. Vor uns Autobahn, links stehen die Autos. Ich hoffe, es trifft nicht auf uns zu. Höchstens auf dich heute Abend. Ja, mal gucken. Ich fahre heute Abend mit dem Bus nach Hause. Ja, obwohl, nee, auf dem Teilstück fahren wir dann schon gar nicht mehr, weil mein Bus wird dann die Schreuditzer Kreuz vorne schon abbiegen. Alles Bayern, die aus dem Ostseeurlaub, aus dem Nordseeurlaub kommen, es nach Hause wollen. Na, da hat jemand sein Abi gemacht. Ja. Im Skoda. Im Skoda. In der Major League. Nee, bei Michael Jordan. Ah, Michael Jordan, ja, stimmt. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier einfach so Nummernschilder zeigen darf. So, und vor uns, und jetzt, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, da vorne dieses Netto-Auto, also dieser Netto-LKW. Als der auf die Autobahn gekommen ist, Alter, der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Und jetzt hat er doch wieder ein bisschen nachgelassen. Aber ich glaube, in einer anderen Farbe. Ja, wie gesagt, im Hintergrund Olaf am Quatschen. Nochmal so ein bisschen aufnehmen. Hallo, da ist ein Manu, da ist eine Charlene, da ist ein Betze. Betze, du hast mich angelogen. Ich habe den neulich schon gefragt, ob es für ihn okay ist, ins Video mit reinzukommen. Er hat gemeint, er wird das Video aufwerten. Stimmt nicht, Freunde. Wir sind in Berlin. Vor dem Berliner Dom, hat Manu gerade gesagt. Ja, nee, ich dachte mir, ich nehme nämlich einfach mal so ein bisschen von meinem Smüh auf. Weil ich habe lange nichts mehr gemacht. Ich hatte ja schon Anfang der Woche kein neues Video gebracht, deswegen dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit jetzt mal, wenn wir nach Berlin fahren. Oh, guck, wie sie sich lieb haben. Ja, die lecken sich ab und die statt küssen lecken sie sich ab. Ich werde gefangen. Das
So, ja, Betze, er versucht den Coolen zu markieren. Na, komm mal da. Hallo. Das ist die Museumsinsel. Wir laufen jetzt gerade noch so ein kleines bisschen durch Berlin durch. Das ist auch für mich ganz gut, denn... Oh, meine Uhr zeigt mir gerade irgendeine Nachricht an. Ja, es gibt einen neuen Copyright-Sound. Geil, wollte ich jetzt unbedingt wissen, Uhr. Ja. Gucken, sieht man's? Hat leider nicht ganz gesehen. Ey, 4500 Schritte habe ich heute drauf jetzt. Echt, so viel? Ja. Da bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich nachher, wenn ich Leipzig ankomme, tatsächlich vom Bahnhof nach Hause. Ja. Ich meine, gut, ich komme so 12 Uhr an, ich muss gucken, dass ich später zum Einzelbett liege. Weil morgen ist Daddy Rice angesagt. Das ist Daddy Rice. Das ist die Dead by Daylight Liga. Hast du morgen nicht so Cup? Ja, na, morgen ist Daddy Rice Cup, also Turnier halt. Also ist ein Tour-and-Two-Turnier. Also ich bin 5100 Schritte gelaufen. Du ja auch mit Google Maps da. Ja. Ich bin 3800. Das ist Ich bin der einzig wirklich fleißige Mensch hier gerade. Der Dickste ist der Fleißigste. Ja, Leute, ich habe leider die Woche etwas Schlechtes zu berichten. Ich habe ein bisschen zugenommen. Es waren leider vom Vergleich vom Montag zum Donnerstag waren 2 Kilo mehr drauf. Montag hatte ich ja tatsächlich 164,9 Kilo. Am Donnerstag waren es 166,6. Teufelszahl sozusagen. Und ja, muss ich gucken jetzt wieder, dass ich natürlich das Ganze wieder ein bisschen reinhole. Ich will mich natürlich dabei auch nicht irgendwie unterkriegen lassen. Deswegen, ja, wird ein bisschen gelaufen. Aber heute sind wir, wie gesagt, unterwegs. So ein bisschen, gucken uns ein bisschen Berlin an. Ich freue mich nicht drauf. Aber wir haben, wie hat Stefan Raab früher mal gesagt, wir haben noch nicht so viel Zeit. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen weitergehen. Ich werde ein paar Fotos machen und vielleicht noch ein bisschen Videos aufnehmen. Ich hab gerade so eine Heidi. Ja, nach einem richtig geilen Tag in Berlin, an dem wir übrigens noch nicht grillen gewesen sind, sondern beim Asiaten so, und ich mich beim All-You-Can-Eat mehr als nur zurückgehalten habe. Ich war tatsächlich sehr, sehr stolz auf mich. War dann dieser richtig geile Tag, aber auch leider irgendwann zu Ende. Betze ist dann schon recht bei Zeiten nach Hause gefahren, weil auch er hatte noch ein gutes Stückchen nach Hause und hatte unterwegs schon Info, dass bei ihm da ein bisschen Staus kommen. Ja, ich hatte noch kurz ein bisschen bei Charlene und Manu gechillt und ja, bin dann auch irgendwann Richtung Bus nach Hause. Ja, und habe mir dann noch eine gemütliche, chillige Fahrt im Bus sozusagen gegönnt. Hatte auch das Glück, dass ich in so einem Doppeldecker oben ganz vorne sitzen konnte. Ja, sozusagen ein bisschen Premium-Aussicht und ja, wer mag es nicht, bei nachts über die Autobahn zu kacheln? Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr geil. Später dann wieder angekommen in Leipzig, hatte ich eigentlich gehofft, ich kann noch abends, so während ich nach Hause laufe, das letzte Stückchen so ein bisschen ja, ins Handy quatschen, aber ja, ich wurde dann irgendwie so ein bisschen gestört. So,
Perfekt, wir jetzt gerade die Aufnahme anfangen und direkt im Hintergrund erstmal Krankenwagen und Blaulicht und alles. Klingt, als ob der direkt neben mir steht. So, Versuch Nummer 2. Jetzt auf dem Heimweg, gerade aus Berlin zurückgekehrt. Kleines bisschen Verspätung, aber naja, gehört halt dazu. Das Gute ist, dieser Tag hat für mich einiges an Schritten heute noch reingebracht. Dadurch, ja, konnte ich so einen kleinen Ausgleich heute noch bringen. Die Woche lief leider Gottes nicht so gut, wie ich es mir erst gedacht hatte. Wir sind ja verdammt gut gestartet. Und da leider auch ein paar störende Termine gewissermaßen die Woche anstanden, bin ich nicht wirklich dazu gekommen, jetzt irgendwie mal ein bisschen was aufzunehmen. Da ja auch die letzten 2 Tage der gute Betze bei mir zu Besuch war. Und ich muss jetzt mal gucken, dass ich das entweder heute oder morgen noch so ein kleines bisschen nachhole, weil es ein bisschen was zu berichten gibt. Zum einen, ich bin ja in diese Woche verdammt gut gestartet. Ja, ich bin ja gestartet mit 164,9, wo ich mega zufrieden gewesen bin mit. Wo ich mich auch wirklich insgesamt wirklich verdammt wohl gefühlt habe. Tue ich auch jetzt noch. Aber es gab dann also Mitte der Woche einen kleinen Rückschlag. Nämlich am Donnerstag. Da waren dann ein paar Kilo wieder drauf. Also nicht ein paar, sagen wir mal 1,7 Kilo waren wieder drauf. Also ich war bei 166,6. Also ich war bei 166,6 Kilo. Das war es doch, wie gesagt, so, naja, irgendwie schon so ein kleiner Schock für heute. Also was heißt für heute, für Donnerstag. Und das war dann wirklich so einer dieser Momente, wo ich immer gesagt habe, so, man darf sich von sowas nicht unterkriegen lassen. Will ich auch nicht, aber vom Prinzip her muss ich halt erstmal sagen, es pisst mich schon ein bisschen an, weil ich auch weiß, woran es gelegen hat. Ne? So Anfang der Woche, sagen wir mal, ja, ich hätte mir halt gedacht, so, okay, ich kann mir mal ein kleines Dessert erlauben, habe mir halt mal am Anfang der Woche mal ein, zwei Kirschjoghurts geholt. Interessanter war eigentlich erstmal, dass infolgedessen mein Körper extremst zu rebellieren angefangen hat. Sprich, ich sag mal so den Montagsscreen, den habe ich dann direkt mal so begonnen mit, okay, ich muss erstmal ganz fix auf Klo. Hat sich irgendwie ein bisschen wild angefühlt, aber ich sag mal, das ist so, glaube ich, auch so etwas, was man auch irgendwann merkt, wenn man alles ein bisschen umgestellt hat und vor allem auch generell den Zucker reduziert hat. Und Dienstag, sag ich mal, war dann mehr so dieses Ding, halt man wird halt mal zum Kaffee eingeladen, ist bei Muthorn und dann gibt es natürlich Kuchen. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht mit Kuchen irgendwie vollgestopft oder so, aber ich sag mal, ein Stück war halt mit so dabei. Und das waren so, würde ich sagen, also ich will nicht sagen, so da hat es komplett mit reingerissen. Kann natürlich auch sein, dass generell einfach vielleicht noch wieder ein bisschen Muskelaufbau mit drin ist, weil ich auch halt noch nicht weiß, wie sich der Fettgehalt in meinem Körper da generell halt verhält. Ja, Fakt ist dabei halt eben, ja gut, Donnerstag war halt wieder ein bisschen was drauf. Ich muss auch sagen, dass ich in der Woche allgemein ein bisschen wenig Wasser getrunken habe. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich dann, sagen wir mal, im Allgemeinen irgendwie dann irgendwas anderes getrunken habe. Ich hab dann tatsächlich irgendwie am Mittwoch festgestellt, irgendwie war es halt ein bisschen wenig und es hat sich dann auch wirklich alles ein bisschen weird so angefühlt. Zum Glück hatte ich das dann am Donnerstag wieder so ein bisschen gedreht. Also sprich Wasserkonsum wieder erhöht und das hat sich jetzt auch die letzten 2-3 Tage auch wieder ganz gut eingependelt. Nur gelaufen bin ich jetzt auch die letzten 2 Tage nicht, weil ich halt Betze zu Besuch hatte und ich hatte es erst überlegt. Betze hatte auch gesagt, naja, ich kann ihn noch mal ein, zwei Stunden alleine lassen. Aber es ist dann trotzdem irgendwie so weird halt, so gerade als Gastgeber. Es soll jetzt auch keine Ausrede sein oder so, sondern wirklich so, ich weiß nicht, also welcher Gastgeber lässt seinen Gast irgendwie alleine 2 Stunden oder so, dass jemand das jeden Tag und macht das dann so ganz einfach. Aber vom Prinzip her gut, leider Gottes ungenutzt. Heißt, ich habe nächste Woche ein bisschen was rauszuholen. Montag geht es wieder auf die Waage. Und das heißt, mal gucken, was morgen passiert. Morgen ist Deadly Rise erstmal angesagt. Also sprich Turnier. Mal gucken, was dabei rumkommt. Bedeutet aber auch, dass ich morgen nicht wirklich aktiv sein kann. Naja, Tag ist für heute rum. Mal gucken, was gleich auf der Uhr steht. Ja, abschließend kann man noch sagen, dass ich dann am Samstag tatsächlich weit über 12.000 Schritte gekommen bin, auch wenn es meine App ein bisschen aufgeteilt hat, weil die sich 0 Uhr quasi immer wieder resettet. Also hatte ich am Samstag knappe 11.000 ein paar zerquetschte drauf und Sonntag sind nochmal so um die 1.000 halt nochmal mit draufgekommen. Dementsprechend also
für den Sonntag. Sehr gutes Ergebnis dafür, dass ich das vor zwei Tagen nicht gelaufen bin. Selbes Ergebnis heute auch nochmal, waren auch ungefähr 11.000, 12.000 Schritte. Und davor auf der Waage waren es auch dann wieder erstmal 165,7 Kilo. Also wieder ein bisschen runter von dem kleinen, ja, quasi Hopser vom letzten Donnerstag. Ja, soll es aber, wie gesagt, mich weiterhin nicht großartig unterkriegen lassen. Ich nehme das für mich als weiteren Ansporn, beziehungsweise auch als die Erinnerung, woran ich mich halten muss, beziehungsweise auch natürlich, worauf ich prinzipiell achten muss. In der Hinsicht, nächste Woche geht es weiter sozusagen. Ich hoffe, ich kann euch quasi heute in einer Woche schon das nächste Video präsentieren. Ich werde gucken, dass ich da wieder ein bisschen mehr dran bleibe. Vielleicht auch gucken, dass ich nicht nur beim Laufen mich halt filme, sondern vielleicht auch, wie gesagt, wenn ich mir mal ein bisschen was zu futtern koche halt. Ich habe ein paar coole Rezepte bekommen, werde ich definitiv ausprobieren. Und natürlich kann ich das natürlich dann nochmal ein bisschen mit aufnehmen. Und ja, natürlich auch dann weitergeben. Das habe ich dreimal natürlich gesagt, ne? Ich bin der typische Wortwiederholungsmensch, irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Ja, also in der Hinsicht, ich bedanke mich wieder mal recht herzlich für jegliche Form von Aufmerksamkeit, für die ganzen Zusprüche, für alle Tipps und Ratschläge, die ich bisher bekommen habe. Es ist mir wirklich einfach unbegreiflich, was das für ein krasser, heftiger Zuspruch ist, den ich hier bekomme. Und ich kann euch noch vielen, vielen Dank sagen, liebe Leute. Bis dahin sage ich dann, bleibt gesund und wir sehen uns in der Woche wieder. Haut da rein!